Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute die Brainard HL16 Noctua. Noctua, ne? Die einen oder anderen kennen vielleicht Carpe Diem, Carpe Noctem. Bei so Sprüchen wird mir immer der Senkel gelb. Ne? Was hat das denn gesagt? Bud Spencer oder war das Belmondo? Okay, die habe ich mir jetzt mal einige Tage zu Gemüte geführt, die ist mir zur Verfügung gestellt worden von Brainard. Dankeschön. Ich würde sagen, wir gehen Tabletop. Im Vorspann habt ihr es ja schon gesehen, dass die gut arbeitet. Sehr pfiffiges System. Zack. Ja, ist so ein bisschen mit auf meinem Mist gewachsen. Ich habe zu denen gesagt, ihr habt keine Stirnlampen, macht doch mal. Dann haben sie eine mal produziert, dann habe ich dann gesagt, ey, das wird so ein Gelenk. Das ist geil. Das ist gut. So, aber ich würde sagen, wir gehen Tabletop, gucken uns das ganze System mal an. Ob das was kann, hätte der Rainer Rossmann gesagt. Also, Tabletop. Nein, doch. So, willkommen im Tabletop-Modus. Da haben wir das Mäuschen. Ja? Die HL16 Noctua. Vom Design her, also auch hier mit diesen Elementen hier, sieht sehr schön aus. Gefällt mir sehr gut, auch mit dem Anodisierten und so, ist geil. Ja, Knöpfchen haben wir hier. Ui, alright. Zack und aus. So. Das hier Verpackung ist so eine sehr minimalistische Verpackung diesmal. Hier so eine kleine Banderole dran. Von außen ist dann direkt auch zu sehen, wo war denn das jetzt? Wahrscheinlich hier an der Banderole. Da. 520 Lumen, IP66, 80 Stunden Runtime, 140 Meter Beam Distance. Die Taschenlampe. Kann man denn hier? Unscrew the tail and remove the insulation film before the first use. Das hatte ich natürlich getan, ist klar. Denn wenn ihr die aufmacht, dann ist hier hinten so ein kleines Stück Plastik drauf, damit die nicht unterwegs im Versand versehentlich angeht. Das wäre auch schlecht. Ja, hier war die da drin. Dann haben wir hier ein paar Dichtringe, drei Stück an der Zahl, 1, 2, 3. Wir haben hier das Ladegerät, das habe ich noch nicht gebraucht. Ja, also das Ladekabel, ganz normaler USB-Stecker. Und zack, dann ist das mit Magnet, bumm, und fertig. Ja. Ich habe aber schon eins zu Hause. Hier ist das Stirnband. Das hatte ich auch noch nicht benutzt, weil ich hatte die so mit der Hand benutzt. Aber so mal für jemanden, der zum Beispiel Hunde hat, so wie ich die früher hatte, ne? Mike und Lukas, ihr kennt sie ja. Dann wird das hier, das ist so eine Art Silikon oder was, hier reingefriemelt. Ja, wahrscheinlich eher. Zack und zack. Ne? Das Ding hier reingefriemelt. Also das ist übrigens eine, die wird mich nicht verlassen. Die bleibt jetzt im LKW drin. Ne, für Reparaturen und so weiter. Ihr habt ja im Vorspann, habt ihr auch gesehen. Ich habe die auch, du kannst die auch am LKW oder sowas festmachen. Für Reparaturen, wenn du nicht so ein Fan von Stirnlampen bist oder sowas. Ja, das ganze Ding hier ist ein... Da ist hier ein Magnet drin verbaut. Ja. Und wenn wir es schon aufhaben, haben wir hier eine 600 mA. Na, komm mal her, Kumpel. (16340, 3,7 Volt, 2,2 Wattstunden. Lithium-Ionen. Ne? Die kommen dann also dann wieder hier so rein. Zack und zack. No.
da wieder so rein. Dann pappt ihr die euch an die Stirn. Ja, zum Beispiel beim Gassi gehen mit den Hunden oder so. Ihr müsst das Ding natürlich noch drehen. Und dann habt ihr das nach vorne. Ja, wenn ihr euch dann eher nach unten beleuchten wollt, dann dreht ihr die so da drin. Das ist geil. Ja, also wenn, dann habe ich die so, dass die halt ein bisschen weiter nach unten leuchtet. Also so auf 70 Grad. Ja. Ein sehr schönes elastisches Band. Das ist noch ja, verstellbar. Ja, wir haben hier nichts auch ein Spiel. Ja. Okay, dann gucken wir mal, was uns die Bedienungsanleitung sagt. Und die sagt uns, Flashlight Charging, ich kann meine Brille zurechtrücken. Green, Charging completed. Red Charging. Connect the USB port to power. Supply then attach the charging cable with the charging port. Das ist also alles in Englisch. Nichts Deutsch. Ne? Also ihr bräuchtet euch da auch nicht drüber aufregen. Wer kein Englisch kann in dieser Zeit, der tut mir leid. Ne? Production Description, Production Features, Magnetic Tail can attach to any ironwork. Smart Battery Indicator for Charging and Switch On. Magnetic Charging Port designed to charge conveniently, compatible with 1634-40 Battery or 1CR123A Battery. Also ihr könnt auch CR123A Batterien reintun, ne, wenn ihr die noch übrig habt irgendwie. With clip and head stab, easy to carry and free your hands. Tier Optic Lens produces a smooth beam, optimized your field of vision. Overcharge, over discharge and overheat protection functions. Also könnt ihr nicht überladen oder tief entladen, das geht nicht. Ja. Reverse polarity protection prevents damage from improper battery installation. Das heißt, wenn ihr die Batterie da drin falsch rum reingedreht habt. Da ging es bei alten Taschenlampen oder Stirnlampen schon mal ein bisschen schief. Ach, Pech für die Coelsa. Aircraft Crate Strength Aluminium AL6061T6 with Premium Type 3 Military Hard Anodized Anti-Abrasive Finish. So weit bin ich noch nicht gekommen. Das Ding ist noch nicht von mir so hart irgendwie. Aber ich vertraue den Prinite Produkten. Ich kenne die Firma schon. Da war das noch ein Startup-Unternehmen und hieß noch anders. Mann, da habe ich noch bei Lothar gearbeitet. So lange ist das her. Das ist ja jetzt bei 6 Jahre. So. High, Medium, Low, Moon and Strobe. Ne? High. High, 520 Lumen, 1 Stunde, 5 Minuten. Medium, 200 Lumen. Mal die Brille schon wieder richten. 200 Lumen, 1 Stunde 40. Low, 60 Lumen, 4 Stunden 50. Moon, 5 Lumen, 80 Stunden. Bei Strobe haben sie es nicht gemessen. Ja. 5000 Candela, IP66. Ja, Beam Distance 140 Meter. Dimensions, ja, 85 mal Millimeter. Ja, 22 mal 85 Millimeter. Und wiegt 51 Gramm, including Clip, excluding Battery. Die kommt also nochmal dazu. Mit allem Pi, Pa und Po. Ja. Wo ist denn die alte Kokswaage? Mit allem Schnick, Schnack und Schnuck. Jetzt sind wir bei 92 Gramm. Das ist nix. Ja. Um das mal zu verdeutlichen, mal gucken. 91,7. Was wiegt mein Worker? Ich habe es jetzt nicht mehr auf dem Helm. Mit Knochen 127. Ja. Gibt es übrigens immer noch zu kaufen. Ja, ein bisschen Schleichwerbung, aber ich kriege nichts dafür. Ne? Alright, so, das war also das, was ich euch zeigen wollte. Und ich gebe dem Ding hier ganz klar eine Kaufempfehlung. Ich finde die geil, ich finde die gut. Ja.
zupp, zupp, kommt wieder alles hier rein. Und diese Ladefunktion mit dem, der einzige Nachteil, den ich darin sehe, ist, dass solche wenn ihr das Kabel verliert, seid ihr im Arsch, ne? Dann müsst ihr euch ein Kabel nachkaufen. Aber das findet auch im Dunkeln, ne, wieder seinen Platz zum Nachladen. Geiles Teil, auf jeden Fall. Übrigens, diese Bänder hier, die sind perforiert, damit ihr auch da durchschwitzen könnt. Ne? Ja, cooler Stoff. Und wie ich schon sagte, für die Leute, die halt nicht so gerne Stirnlampen mögen, habt ihr halt die Möglichkeit, das mit dem Clip überall zu befestigen, gerade da, wo ihr es braucht, wo ihr Bock drauf habt. Ne? So, wenn ihr die also da drauf habt, wenn ihr hier eingeschlafen habt, könnt ihr auch die Klippe da drauf machen. Also ihr habt den dann immer mit dabei. Gut, cooles Ding, auf jeden Fall. Zack, obwohl hier hinten nicht geladen wird, aber... Naja. Okay, so, out of the tabletop. Yes. Ihr seht also, die HL16 Noctua ist ein pfiffiges kleines Schätzchen. Ja. Sieht auch sehr schön aus mit dem Anodisierten und so. Und cool. Alright. Für mich ist das Schätzchen. Ja. Richtig geil. Ja, wenn ich das nicht so mag, dass ich dass ich das an der Stirn habe, an der Mütze oder sowas, dann habe ich das immer noch die Möglichkeit, das hier so zu befestigen. Hands free, ist einfach geil. So, ich sage danke fürs Zuschauen. Ich sage wie immer, tschüss, Madiot, schwenkt die Hut, tschüss ab und schwenkt die Kapp. Altmeister.